Liebe Freunde, hier spricht der Hermann Reindorf und ich möchte euch zu einer ganz besonderen Veranstaltung einladen, zum Kölner Filmschatz im Open-Air-Sommerkino im Rheinauhafen. Nächste Woche Donnerstag, 30. August, beginnt so mit Sonnenuntergang, also ab etwa 20.15 Uhr. Es wird ein ganz besonderer Abend mit einer Filmreise quer durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts, wenn wir uns den Rheinauhafen mal vorstellen. Überall, wohin wir uns auch umschauen, springt uns die Geschichte förmlich an. So zeige ich zum Beispiel die älteste Kamerafahrt der Filmgeschichte weltweit. Gedreht in Köln. Und zwar deshalb, weil hier in Köln die Schokoladenfabrik Stollwerk ansässig war. Und aus diesem Grunde habe ich auch jemanden eingeladen aus der Familiendynastie. Und wir werden die Gelegenheit nutzen, um auch mal in diese alte Stollwerk-Produktion in der Südstadt reinzuschauen. Danach gibt es einen Ausflug auf Kölns ältesten Rummelplatz, den Lunapark. Treten Sie näher, meine Herrschaften. Dazu habe ich mir einen Experten eingeladen, der uns erzählen kann, was damals in Riehl auf dem Lunapark so los war. Joachim Brockmeier, Lunapark-Experte, bei uns im Live-Interview. Dann tauchen wir ein in die 30er Jahre mit Aufnahmen vom kölschen Fastelovend. Gedreht im Auftrag eines Karnevalsprinzen mit mancher privater Backstage-Szene. Aber auch zu sehen, Paula Zapf war damals die erste weibliche Jungfrau im Dreigestirn. Nie geküsst vor laufender Kamera. Die ungeküsste Mutter Colonia werden wir uns anschauen. Aber auch den legendären Büttenredner Karl Küpper, der sich damals mit den Nazis angelegt hat. Der Einzige war, der damals Redeverbot bekommen hat. Im Interview live dazu sein Sohn Gerhard A. Küpper mit der Frage, was bedeutet dieser widerspenstige Mann heute noch für den Fastelovend und möglicherweise für uns. Dann Bettina Lohmacher, die Tochter des Architekten der Severinsbrücke, der damals Ende der 50er Jahre mit einer eigenen Kamera hoch auf den Pylon geklettert ist. Und seine Tochter Bettina, an diesem Abend bei uns live zu Gast, hat damals unten gestanden und sie wird uns einiges über ihren Papa erzählen. Kölsche Tönen gibt es natürlich auch mit den Blackfoes in alten, wunderbaren Filmaufnahmen und das wäre doch unterm Strich genug, um dabei zu sein, oder? Was ist mit dem Dom? Stimmt, den Dom, den hatte ich noch vergessen. Wenn Sie also sehen möchten, wie die Steinmetze in den 30er Jahren ungesichert bis auf die Spitze des Domes geklettert sind, wenn Sie dann noch jemanden kennenlernen möchten, der dieses Gefühl kennt, dann freuen Sie sich mit mir auf einen Besuch des Dombaumeisters höchstpersönlich. Also insgesamt hoffentlich genug Gründe, um am nächsten Donnerstag ins Zion Sommerkino zu kommen. Ich freue mich. Danke. Tschüss.